Die Knutschkugel, der Knödel, das Kopfkissen, Kirby ist am Start und zeigt uns jetzt auf dem Fracking-Crew-Gebäude, was er zu bieten hat. Gegen Lucina mit grünen Haaren. Tja, mit Kirby hat man einiges an Gestaltungsmöglichkeiten. Ist so ein bisschen ein Anfänger-Charakter gewesen zumindest, weil er sich so weit retten konnte. Heute kann sich eigentlich jeder Charakter ziemlich leicht retten, aber er kann sich leicht retten, indem er einfach die Sprungtaste mehrmals betätigen kann. Ey, die Stadt sieht aber auch heftig gut aus, ne? Hat man auch als, also der Hintergrund zumindest, als Safronia City Reloaded gelten lassen können. Das hat ja mit Fracking Crew nichts mehr zu tun, den NES-Gimbal da. Naja, gut, Lucina, hallo. Blöder Charakter. Nein, schon guter Charakter, aber Lucina hat so ein paar Techniken drauf, die mir nicht so zusagen. Alter, Kirby, Kirby, Kirby. Wie Kirby wohl aussieht, wenn er Lucina eingesaugt hat? So mit grünen Haaren oder was? Hat schon Stil. Es ist schwierig. Kirby ist so berechenbar. Jeder kennt ihn, seine Angriffsmuster. Das war nicht so gut. Oh Mann, mein Fehler. Muss man mit leben. Ich habe auch schon im letzten Part von den Fehlern anderer profitiert. Das ist das Menschlichste überhaupt, auch selbst einen Fehler zu machen. Also, sie merkt schon, wenn man ein Stein wird, ist es einfach recht vernünftig, den Kirby direkt zu schnappen. Man kann einen Angriff vorbereiten. Oder man kann halt zusehen, den Stein zu greifen, wenn er ein Stein bleibt. Deswegen macht es das Ganze also sehr berechenbar. Oder man verhindert es einfach. Kirby hat zwar seinen Hammer seit Melee dazu bekommen, aber jetzt auch nicht so. Ist auch eine ziemlich langsame Attacke, ne? Wenn sie vorhin schon mal geklappt hat. Die Hammertechnik. Das ist doch der Hammer. Nein, nein, nein. Na warte mal, ich komme zurück, du. Ja, ich muss nur denken, wenn ich mich über den befinde, denken die Gegner schon daran, dass ich einen Stein machen werde. Ich meine, wer macht das nicht? Wenn ich selbst gegen Kirby antrete, würde ich das ja auch so darauf spekulieren. Deswegen kann ich nicht das tun, was sie erwarten. Aber was stattdessen? Es gibt kaum Alternativen. Mit einem glücklichen Treffer? Nein! Der hat so quasi reflektiert, was ich angegriffen habe. Nein, nein, oh. Still alive, baby! Nein, nein, nein. Oh, lass mich in Ruhe. Bisschen blocken, bisschen verwirren und... Immer noch nicht gereicht. Nein, nein, nein. Ich hätte sie rauskicken können, aber das war's wohl. Komm schon jetzt, nein. Ja. Oh, immer noch nicht. Na klar, bin ich noch am Leben. Hallo, ich verliere doch nicht. Jetzt kommt mein Masterplan erstmal zum Einsatz hier. Schade. Dass dies auch nicht schafft, mich runter zu befördern mit der. Und Baby Goodbye. Alles so geplant. Es war so gewollt. Nee, sehr geiler Sieg zu Beginn hier. Dieses Parts. Kirby kann sich schon mal auszeichnen. Finde ich gut. Die ganze Zeit laufe ich doch mit 150 Schaden und die kriegt nicht mal einen platzierten Angriff über die Bühne. Na gut, wen haben wir noch so als Kontrahent? Wenn wir heute die anderen Kirby-Farben uns mal reinziehen werden. 8 verschiedene Farben sind es an der Zahl. Jetzt geht's weiter mit dem Gelben. Ein gelber, runder Ball. Gegen wen wird er antreten? Gelber Runderball. Ich meine, was für ein Kämpfer ist schon gelb und rund? Das ist, sowas gibt es ja überhaupt nicht, ne? Echt mal. Das kann kein Kämpfer sein. Oh, hallo, ich hab nichts gesagt. Diese Ähnlichkeit. Ne, ich verrate euch mal was. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe es im Samus Heart of Heart Part erklärt. Mit dem nachkommentiert neuerdings. Und habe auch wirklich schon mal einen geilen Part gemacht. Mit Kirby. Halt 8 Kämpfe und die waren zu gut. Ich hab geskillt. So, jetzt kann ich erstmal hier... Momentchen. Wie Kirby auch aussieht, wenn er Pac-Man eingesaugt hat.
hab so einen geilen Part mit Kirby aufgenommen. Ne? 8 super geile Kämpfe mit Skill. Aber währenddessen habe ich in einem Kampf gegen Pac-Man auch ein paar Sachen festgestellt. Mal ein, wie er aussieht. Hab mir überlegt, wie sieht Kirby als Pac-Man aus? Ja, einfach irgendwie komischer Blick mit Nase. Ja, aber vor allen Dingen gibt es noch was Schöneres. Und das habe ich da per Zufall entdeckt und habe so klammerös gewonnen. Das war einfach so gut. Und als ich dann gemerkt habe, die Kämpfe waren gar nicht aufgenommen, musste ich halt nur mal 8 Kämpfe aufnehmen. Na gut, ärgerlich, aber nicht zu ändern. Und als ich dann jetzt wieder hier gegen Pac-Man angetreten bin, wollte ich einfach unbedingt das zeigen, was mir da zufällig gelungen ist. Und deswegen kämpfe ich so nicht vernünftig. Aber das hat er damit jetzt nichts zu tun, dieser Fail. Aufgepasst. Naja. Ich will ja Pac-Man nicht einsaugen, das denkt er jetzt vielleicht. Aber das wusste ich auch noch nicht. Das ist so ein kleines Detail. Das gibt's nur, wenn Kirby gegen Pac-Man antritt. Wisst ihr es? Noch habt ihr es nicht gesehen. Ja, komm, ich will dich nicht. Ich brauche nur meine Saugfähigkeit. Und deswegen ging der ganze Kampf für mich nur darum, euch das zu zeigen und nicht irgendwie um zu gewinnen. Oh, was ein guter Treffer hier. Sauber. Tja. Ich bin jetzt gerade selbst am Gucken und überlegen, wo war das? Jetzt vielleicht? Ja. Pass auf. Fast. Geh weg! Jetzt muss er langsam merken, dass ich ihn nicht haben will. Aber was will ich denn sonst einsaugen? Zum Beispiel den Schlüssel! Haha! Nein, ich verrate euch. Alles, was Pac-Man mit der B-Attacke wirft, also die eigentlich Früchte, nur der Schlüssel ist keine Frucht, kann Kirby essen und damit seine Energie wieder auffüllen. Das ist schon was Besonderes, finde ich jetzt. Blödes, die ganze Zeit wollte ich zeigen, hab deswegen so gut wie verloren. Macht nix. Aber trotzdem. Habt ihr mal dran gedacht, gibt es noch mehr Kleinigkeiten? Irgendwas, wenn ihr irgendwas wisst, was noch, nur wenn zwei bestimmte Kämpfe aufeinander prallen. Ich meine, wir jetzt mit Kirby haben wir jetzt einen totalen Veteran und mit Pac-Man einen totalen Neuling. Und, wenn es noch irgendeine Konstellation gibt mit einem schönen Detail, ab in die Kommentare damit. Weil das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das irgendwie beachten. Ich hätte schon gedacht, wenn Kirby Saugattacke hat und einen Schlüssel zugeworfen bekommt, dass einfach vom Schlüssel getroffen wird. Ja, falsch gedacht. Es tut ganz einfach Kirbys Energie auffüllen. Habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel. Bestimmt nicht viel, aber nennenswert. Zum Beispiel Yoshi. Ich glaube nicht. Ja, Yoshi hat ja so keine klassische Zungenattacke wie in den 2D-Marios, ne? Muss man auch mal so dazu sagen. Sonst hätte ich gesagt, der tut bestimmt auch das Obst wegschlabbern. Kann man auch mal so plausibel so nicht sagen, ne? So, darf es jetzt nochmal ein richtiger Kampf gegen Pac-Man sein? Oder wie sieht das aus? Das stellt sich auf jeden Fall nicht dumm an. Diese Rechts-Smash-Attacke mit Peggy. Was ein Name. Peggy! Da irgendwie so per Kreuz zu machen, so im Umkehrschluss, was einen schon ein bisschen überraschen soll. Gib mir den Apfel. Mich würde interessieren, wenn so ein Item da liegt, so ein Apfel zum Beispiel. Dankeschön. Es wird nur 1% wieder aufgefüllt, habe ich gerade gesehen. Danke. Es füllt wirklich nur 1% auf, wenn man irgendwas einschluckt. Aber dafür kann er alles einschlucken. Aber wann tritt man schon mal mit Kirby gegen Pac-Man an? Also wenn euer Main Kirby ist, dann habt ihr das bestimmt schon gewusst. Könnt ihr vielleicht mal einen Pac-Man-Spieler dann überraschen, der dann, wenn ihr gesehen habt, dass er sich aufgeladen hat bis zum Schlüssel oder so. Ihr solltet es nicht übertreiben. Ich weiß nicht, warum Damien dauernd das Obst in den Rachen schiebt. Wahrscheinlich, weil er selbst so überrascht war. Naja, aber nichtsdestotrotz. Schönes Detail. So, ich hoffe, dass wir jetzt anfangen können zu kämpfen. Ah, da. Ich habe extra diese Mega-Drehattacke gemacht, aber hat nicht viel geholfen. Hör auf jetzt. Irgendwann ist gut. Ich bin ein hellblauer Knödel.
Normalerweise isst man sowas nicht mehr, weil es bestimmt schon schlecht ist, aber man kämpft damit in Super Smash Bros. Für Wii U. Bei denen gab es schon länger, oder? Den hellblauen Kirby müsste es schon. Dankeschön. Seit geraumer Zeit gegeben haben. Nee, dieser Spieler, der sieht ja immer, wenn ich meinen Saugangriff mache und wirft dann das Gemüse. Und das macht für meine Griffe irgendwie wenig Sinn. Da muss er ja schon gecheckt haben, dass es keinen Erfolg hat. Oh, ich will dich nicht, oder? Doch. Jetzt kann ich selbst noch ein bisschen Gemüse wegfeuern. Ich finde auch Kirbys Look einfach genius. Einfach nur irgendwie Augenbrauen und eine Nase. Die Augen sind geblieben und sonst alles eigentlich auch. Was mir gerade auffällt, Rainbow Road Musik. Gibt's gar nicht. Eieiei, voll auf die Windschutzscheibe hier. Aber war, wie gesagt, echt zwei Kämpfe, wo ich nicht so ernsthaft gekämpft habe, was mich ein bisschen ärgert. Reiten wir nicht näher drauf rum. Hoffen wir einfach, dass der nächste Kampf besser läuft. Oder rennt. Oder wandert, spaziert, geht. Wackelt, schleicht, wankt. Sich fortbewegt, fährt. Schwimmt, fliegt. Ich höre ja schon auf damit. 1 gegen 1. Der nächste Kirby ist Road. Da ist noch gar kein Gegner da, ist mir gerade aufgefallen. Irgendwelche Gegner, bitte? Da ist der Theo. Theo, wir fahren nach Lodge. Bums! Okay. So viel zum Theo. Zu dieser Theorie mit Theo. Du Schulk. Ey, wie ich Schulk hier mal gar nicht hab kann. Der will mich doch verulken, der Schulken. Ja, was mich bei Schulk halt immer aufregt, dem seine komischen Block- und Zeitlupen-Attacken, da müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten und versuchen, der ganzen Sache zu kontern. Der ist tricky. Ja, komm, deine Magic, ja, komm schon. Muhaha, mit dem Stein getroffen, Amateure. Alter, ich schwöre, was für Amateure. Finde jetzt Kirbys Rennen und dabei A drücken Attacke jetzt nicht so stark, aber... exzellent gemacht. Respekt, Panzerauge. Naja. Der hat schon nicht nur Zahnbelag drauf. Bisschen mehr schon. Nervt halt noch ein bisschen. Ja, ist gut. Bums. Das meine ich halt. Du triffst mit Kirbys Hammer nicht so wirklich. Also Kirby Mainer werden mir jetzt eh auf die Finger kloppen und sagen, ey yo, hör mal auf damit. So, ja, so. Da gibt er mir noch eine mit. Umgekehrt war es gedacht. Wie sieht Kirby aus mit Schulk? Ich glaube, wir werden es nicht erfahren, wenn es so weitergeht. Oh, ich habe mich extra umgedreht. Warum dreht er sich auch um? Der hat da drauf... Ja, der hat alles von vorhinein schon gesehen. Ja, den seine komische Zeitattacken, also Zeitverlangsamungskrams. Hey, noch bin ich da. Noch bin ich da. Schon bin ich weg. Ja. Ja, und das meinte ich teils auch. Das, was ich aufgenommen habe, war so schön. Und jetzt dann irgendwie nicht so. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Es kann nur besser werden. So, wenn wir jetzt mal rausgehen. Und dann gleich wieder rein. Da werden wir jetzt gegen irgendeinen Kämpfer antreten, den Kirby gewachsen ist. Obwohl Kirby eher recht klein gewachsen ist, aber wir wollen nicht drauf eingehen. Wir sind grün. Wir waren schon mal grün. War das nicht vorhin auch grün? Aber das ist jetzt hier dunkelgrün, Alter. So richtig baumgrün. Ihr fragt euch, warum? Tja, weil Baum.
Unser Gegner ist Brandon. Einmal groß geschrieben, einmal klein geschrieben. Captain Falcon. Bedrohliche Musik. Wie werden wir gegen diesen Captain Falcon bestehen können? Ja, ist auf jeden Fall ein kräftiger, guter Charakter. Schnell. Und das ist von Nachteil bei Mr. Kirby. Aber bislang trifft keiner den anderen. Heidewitzka. Da lodert das Herz. Wie die Lava im Hintergrund. Vor erbitterter Smash-Leidenschaft. Adrenalin. Man sollte halt nicht immer dopen. Bislang sieht es ganz okay aus. Habe ich einen Griff? Momentan liege ich leicht vorne. Wäre auch geil, so eine Radioreportage über Smash-Kämpfe, oder? Und da ist der grüne Kirby mit dem Smash-Kampf gegen daneben. Und Captain Falcon mit dem Konter hier schon bei. Und da ist es geschehen, das Leben verlost. Und wird ihm der Jubel zum Verhängnis? Nein, nur ein leichter Schlag für den grünen Kirby jetzt mit 71%. Er kriegt die volle Breitseite, den Ellenbogen ab. Ne, lassen wir die Radioreportage. Lassen wir uns bei nachkommentierten Let's Player geblubber. Ha! Dass ich ein bisschen verschätzt wäre baden gegangen, ne? Bumpt. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Man kann natürlich auch immer anders werfen, ist ja ganz klar. Alter! Das Knie, ne? Wie, come on, ich geb dir come on hier! Oh, ganz schön, come on. Auch diesmal wieder hochspannend auf jeden Fall. Also jeder kann gewinnen. Doch, Sie können gewinnen. Ja, legen Sie los. Bei unserem großen, nicht vorhandenen Super Smash Bros. Wii U Gewinnspiel. Nein, Quatsch. Wir müssen schon ein bisschen jetzt bei der Sache bleiben. Denn ich denke schon, dass dieser Kampf in die Geschichte eingehen wird. Vielleicht. Nein! Nein, nein, nein. Pops. Ein falscher Schritt kann mich jetzt die ganze Mühen der letzten Jahrzehnte kosten. Und er schafft es mich gut auf den Trip zu halten. Wenn das so weitergeht. Ja, okay. Ja, weil Captain Falcon einfach cool und stark ist. Weil Captain Falcon einfach abgeht. Also an all die Leute, die jetzt wieder schon in die Tasten hauen, wie haten und überhaupt dies, das, Ananas, würde ich gerne nochmal dazu sagen, ne, dass ich das Projekt... Das ist... Ich möchte euch mit diesem Let's Play, mit diesem Video, ist ja nicht unendlichen Skill zeigen, 8 Kämpfe, 8 Siege, könnte ich mir natürlich auch zusammen schnippeln, ne, so von wegen so... Ja, hier... Seht euch an, wie ich gewinne. Sondern ich will euch ja zeigen, ich will euch auch interessante, unterhaltsame Kämpfe liefern. Und ich denke, das ist mir in den letzten Kämpfen gelungen. Auch wenn das Endresultat nicht ganz meinem Geschmack entspricht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir haben noch Kämpfe übrig, zum Beispiel gegen Little Mac. Mit dem man ganz schön... Was macht er? Oh, es lädt. Nicht das lädt, da muss man ja so lange warten. Tja, dann halt nicht. Doch, da kommt er und kriegt jetzt mal voll. Das ist doch der Hammer hier. Was ist mit dem los? Ja, jetzt habe ich. Guck, jetzt geben sie mir schon so einen schwachen Gegner. Das muss doch nicht sein. Ey, er hat getroffen. Ja. Ich wollte ein Erfolgserlebnis. Naja, den Abend nicht vor dem Tag loben. Versteht ihr? Versteht ihr? Geile Frisur, Kirby. Gut, dann wollen wir der ganzen Sache jetzt. Gut, er kümmert sich selbst drum. Ein bisschen dancen. Der greift mich noch nicht mal vernünftig an. Tu was. Tu was. Little Mac. Vielleicht würdest du besser boxen, wenn du deinen Trainingsanzug da irgendwie... Du siehst ja kaum was. Du hast ja alles vor den Augen.
hatte mal einen, der nannte sich Fear Me. Also auf Englisch, hab Angst vor mir. Der ist mit so einem Kapuzen-Little Mac angetreten und hat aber gekämpft, ey. Heidewitzka, sag ich euch. Wattengroße. Da hab ich mir schon gedacht, okay, der Name ist gar nicht so schlecht. Ich habe erst gedacht, was ist das für ein Großmaul, aber der hat da richtig heftig gekämpft mit Little Mac. Und jetzt habe ich so einen Little Mac, ebenfalls dasselbe Kostüm. Vor dem hatte ich jetzt nicht allzu viel Angst. Gut, 1, 2, 3, 8 Kämpfe sind es noch. Nee, wen haben wir denn als nächstes? Es ist der rote Kirby. Hallo. F-Zero. Wobei ich nicht wieder gegen den antreten möchte. Deswegen bin ich jetzt rausgegangen, ne? Weil dieser Gegner ein bisschen... Ja, ich will ihn nicht demütigen. Was bringt's mir denn, gegen zu schwache Gegner anzutreten, ne? Hm, oder? Ja. Wird sich schon jemand anderes finden, sich mir in den Weg zu stellen. Was Bowser Junior hat sein Papa aber äußerst lieb. Seid ihr euch sicher? Ja, auch jetzt mal wieder hier scheinbar Verbindungsfail. Ich wollte das doch in Zukunft vielleicht echt rausschneiden. Das dürfte mir nicht übel nehmen. Wie gesagt, ich lasse die immer zusammen, damit ihr seht, dass ich wirklich die Kämpfe hintereinander mache. Also, ich sag's dazu. Aber so war das jetzt nicht geplant. Alle freuen sich schon so, hey, 30 Minuten Video, wuhu. Nur 20 Minuten davon Ladebildschirm. Nee, Quatsch. Eins gegen eins, jetzt gegen Ganondorf. Blood Edge, okay. Sie ist 16 Kilometer lang, was? Komm mal her. Ist Yoshi's Story, ne? Ja, nicht aus Yoshi's Island. Alles klar, Ganondorf. Heißt er noch Ganondorf? Da wird sich doch ein rosa Knödel doch ziemlich empfehlen, ne? Bummatz. Lucky Tom Hintergrund tut mich gar nicht verwirren, nein. Okay, erst habe ich gedacht. Alter, warum? Warum hat Ganondorf die Macht, so einen Steinkirby wieder rauszuholen? Ganondorf hat auch viele neue Angriffe. Kann das oder habe ich schon einfach nicht gut genug gekannt vorher? Weil zum Beispiel eben dieser Kick, das nicht. Alter! Der hat aber Power, ne? Der ist nur ein bisschen langsam. Nee, dieser komische Tritt, der sieht so aus wie so geweckte Ungeziefer, du Kröte. Ah, der war baden gegangen. Jawolski. Autsch. Autsch. Lass mich. Ey, genau der Kick, der sieht so echt so böse aus. Ey, was zum... Wie er abgeht. Das ist halt, wenn Ganondorf mit Ganondorf spielt. Er wird gegen Ganondorf höchstpersönlich angetreten. Gekämpft. Ich muss halt meine Sätze besser aufbauen. Der letzte Kirby heute ist dieser merkwürdige Creepy Kirby, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo er kommt. Ich kenne so viele Kirby. Doch! Moment! Wenn ich in Kirby's Adventure Wii oder Kirby Triple Deluxe so einen Angriff mache, dann sieht Kirby doch für einen Moment so aus. Oder hatte das was mit dem Kochen zu tun? Ich weiß es nicht. Schreibt mir, woher dieser Kirby stammt. Jetzt spielt Ganondorf mit Zero Suit Samus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ganondorf spielt mit Zero Suit Samus. Na gut. Vielleicht habe ich ja so Chancen. Gegen die, man kann nicht leugnen, dass sie attraktiv ist, oder? Aber Kirby ist es auch. Kirby ist... Eigentlich müsste Zero Suit Samus so hingehen, so... Oh, Kirby, diese Knuddele, ja. So würde ich mir das vorstellen, so typisch. Aber nein, Samus ist echt kaltherzig, ne? Es ist eigentlich traurig, dass Samus ein Charakter ist, die
nicht mehr irgendwie lächeln kann oder Gefühlswärme zeigen, ne? Die muss sie immer auf irgendwelche verseuchten Planeten oder irgendwelche tödliche Kreaturen, die sie permanent auffressen und töten wollen, ans Leder und irgendeinen Schleim bekämpfen, da würde ich jetzt auch nicht mehr so über. Ja, the life is too short for the wrong job, ne? Verdammt, Axt. Ganondorf, Samus hat mich jetzt aber da, bitte. So. Das war die Lache des Jahrhunderts. Sonic Heroes. Komm schon. Sehr gut im Sprung ausgewischen hier. Alter! Kann damit umgehen. Gar nicht gewusst, dass Ganondorf auch seine feminine Seite hat. Kann ich jetzt was reißen? Komm schon, komm schon. Nee, nee. Da! Vergiss es! So nicht! My Lord. Was? Wer wird das Duell entscheiden? Ich habe auch noch Chancen. Ja, nicht so gut mit Kirby. Naja, ich fühle mich trotzdem. Die Kämpfe waren trotzdem unterhaltsam. Und deswegen Daumen hoch wäre ganz nah. Für den Anblick eben hat sich's gelohnt. Habt ihr das gesehen? Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann wirklich mit Pikachu. Bis dann und ciao.